Punkt 10 am Montag, dem 17. Oktober 2016. Hier meldet sich Berlin, hier meldet sich Admiral Markets, hier spricht Jens Scharnowski. Ich grüße Sie. Willkommen zu Forex und CFTs täglich. Jeden Börsentag um Punkt 10 Uhr die Trading-Idee des Tages. 5 Werktage die Woche, 5 Daytrader. Heute am Montag wird Herr Thomas Stropek gleich übernehmen, nachdem ich Ihnen die Performa-Dinge in den ersten 1-2 Minuten genannt habe. Wir legen los. Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Hier tradet Deutschland. Das gibt es jeden Börsentag um 10 Uhr. Bei uns. Nochmal herzlich willkommen und schönen guten Morgen in die Runde. Zu Beginn natürlich immer bei Admiral Markets Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite sind, vom Markt Ihre Strategie nicht aufgeht, die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Ja, wir wagen allgemeine Marktausblicke, aber nein, wir können Ihre persönliche Situation dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Wenn Sie möchten, können Sie den kompletten Warnhinweis auch von der Webseite nachlesen. Hier unten rechts als blauer Link auch einmal zu sehen. Insbesondere bei Punkt 10 also auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen, erfahrenen Daytraders zu werfen. Zusammen mit ihm eine Trading-Idee zu entwickeln. Long oder Short, welches Instrument, wie manage ich den Trade, was ist mein Zeithorizont und vieles weitere mehr, um darüber zu lernen, nicht mehr, nicht weniger. Ja, heute ist Montag, deswegen gleich Hallo an Thomas Stropek. Ansonsten, wenn es Ihre Zeit erlaubt, dienstags ist der Costa dran, mittwochs der Heiko, donnerstags der Jochen und freitags der Dirk. Alle haben einen anderen Trading-Stil. Jeder Mensch ist anders. Das ist nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Vielleicht, wenn Sie mal über die Schulter schauen von Jochen oder von Heiko, bekommen Sie auch da wertvolle Tipps und Informationen. Wir stehen auf jeden Fall parat, jeden Börsentag um 10. Hier tradet Deutschland, Österreich und die Schweiz und Mallorca und Australien, wo immer Sie uns zuhören. Wir kriegen auch immer mal Rückmeldungen von allen Ecken der Welt. Überall, wo Deutsch gesprochen wird, sind Sie uns natürlich herzlich willkommen. Wir sprechen hier in deutscher Sprache. Ansonsten gibt es natürlich auch Admiral Markets weltweit. Wenn Sie mal admiralmarketsglobal.com anschauen, dann werden Sie dann auch viele andere Sprachen finden. Reden ist Gold. Wir haben nämlich etwas zu sagen, über 10 Live-Webinare in der Woche. Wenn Sie die anderen noch nicht kennen, über den Link melden Sie sich an, wie immer, kostenfrei, wie immer. Sie picken sich die Themen raus Ihrer Wahl und wir sind für Sie da. Viel spricht natürlich auch für Admiral Markets, zum Beispiel Minilots. Viele andere haben es nicht, einige wenige haben es, so zum anderen Admiral Markets. Minilots, dass Sie auch 0,1 Kontrakte im DAX 30 traden können, wenn Sie möchten, aber nicht überall zum besten Spread. Wir haben verglichen, es müsste eigentlich das deutschlandweit beste Angebot sein. Verlässlicher Spread, kein Zielspread, kein Wunschspread, kein Upspread, sondern wirklich verlässlich 0,8 Punkte, durchgehend von 8 bis 22 Uhr. Das ist unser typischer Spread. Alles weitere dazu auf admiralmarkets.de. Und wenn Sie mit uns 1:1 sprechen möchten, per Telefon, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Kundenservice hier in aller Regel erreichbar. Oder per E-Mail oder YouTube oder Facebook, viele Kanäle, wie Sie auf uns zukommen können. Ich sage herzlichen Dank und damit direkt an Thomas Stropek. Guten Morgen, du hast das Wort, du hast den Bildschirm, dein Blick auf die Märkte, leg los. Ja, einen schönen guten Morgen. Thomas Stropek hier, ebenfalls aus Berlin. Ich schalte mal eben meinen Monitor noch frei, dann sollten Sie auch den MetaTrader von Admiral Markets sehen. Genau, und wie Sie es gewohnt sind, gebe ich einen kurzen Blick auf die Märkte, vor allem auch auf den DAX und natürlich... hat noch nicht geklappt, dein Bildschirm wird noch nicht übertragen. Noch nicht. Vielleicht nochmal klicken. Okay. Ja, ich sehe hier jetzt nichts, wo ich klicken könnte. Warte mal, wir gucken mal. Jetzt klappt es. Jetzt sehen wir deinen Bildschirm. Okay, auch der MetaTrader zu sehen, nicht irgendwelche Hintergrund. DAX 30 okay, alles klar. Prima. Ist gerade zu sehen. Gut, dann hat es, okay, prima. Hat es ein bisschen länger gedauert heute, die Übertragung. Genau, und wir werden auf den Trade der letzten Woche gucken und einen Trade für diese Woche oder für heute habe ich auch nochmal mitgebracht. Wir fangen mal mit dem DAX an. Der ist ja weiterhin ja recht uneinheitlich, was so die Grundtendenz angeht. Wir sind weiterhin in dieser großen Seitwärtsbewegung. Letzte Woche ging es dann mal am Donnerstag mal kräftiger nach unten, auch mal wieder unter oder in Richtung der Marke von 10.300 Punkten mit einem recht ordentlichen Gap. Am Freitag ist das Ganze schon wieder negiert worden. Also auf einen schwarzen Tag folgt ein weißer Tag, so
ungefähr kann man das momentan hier ableiten sozusagen. Also der Markt ist richtungslos und pendelt hin und her, ist weiterhin für mich kein Markt, den man als als Swing Trader unbedingt handeln muss. Also es gibt halt einfach keine Trends, die man da handeln kann, was man eben machen kann. Und das habe ich auch schon die letzten Male des Öfteren gesagt, der Bereich der Widerstände 10.600 bis 10.800 Punkte, das wäre für mich so Bereiche, wo ich den DAX eher shorten würde, und auf der Unterseite die Unterstützung in 10.300, 10.200 Punkte, da würde ich eher long gehen, und erst wenn da mal ein Ausbruch aus dieser Range passiert, auch mal nachhaltig passiert, also per Tagesschlusskurs, dann gibt es vielleicht wieder einen neuen Trend. Im Moment ist das Ganze richtungslos, und ich denke, das wird sich auch noch bestimmt bis zur US-Wahl hinziehen, vielleicht sogar noch bis Ende des Jahres. Schauen wir mal, aber ich denke mal mindestens bis zur US-Wahl Anfang November werden wir hier diesen Seitwärtsmarkt haben, wo es einfach ja untendenziell hin und her geht sozusagen. Der Trade von letzter Woche, ich hatte mir den Goldpreis ausgesucht, beziehungsweise habe hier einen Long Trade auf dem Schirm, beziehungsweise in der Idee sozusagen, hatte letzte Woche auch gesagt, wenn der Goldpreis nochmal abrutschen würde Richtung 12,50, dann kaufe ich nochmal nach. Das ist am Freitag jetzt passiert, da bin ich bei 12,50 nochmal eingestoppt worden mit einem Kontrakt, also mit 0,10 Kontrakten. Die erste Position hatte ich am Montag aufgemacht. Der Trade ist momentan im Minus, aber noch innerhalb der Risikoparameter, und ich habe hier einen Zielkurs. Ja, vielleicht nicht, also im Prinzip kann der Goldpreis, wenn er dann einen Rebound startet, Richtung 1300 Dollar laufen. Ich habe mal den ersten Take Profit gesetzt bei 12,88, wenn es nachher nur 12,70 wären, ist auch nicht schlimm. Aber hier gilt es auf jeden Fall mal zu beobachten, diese Zone im Auge zu halten. Die 1250 Dollar Marke hat bisher gehalten. Heute Morgen sah das auch schon mal ein bisschen besser aus. Wir können da mal ein bisschen reinzoomen, vielleicht in 5-Minuten-Chart. Dann sehen wir, dass wir hier in der Asien-Session sozusagen nochmal die Erholung gesehen haben, jetzt in Europa. Erstmal wieder der Angriff Richtung 1250 Dollar nach unten passiert sozusagen. Wenn diese 1250 Dollar nicht halten sollten, dann könnte es natürlich nochmal kräftiger abwärts gehen, aber ich bleibe hier mal bei meiner strategischen Aussage, dass der diesen Abwärtstrend im Dollar, ich blende mal hier das Monatschart ein, da sieht man das ganz gut, diesen mittelfristigen Abwärtstrend hier gebrochen haben und hier perspektivisch weiter nach oben laufen mit dem Gold, und dass es jetzt einfach eine größere Konsolidierung ist nach dem kräftigen Anstieg, den wir im ersten Halbjahr gesehen haben. Und von daher bleibe ich bisher hier auch noch ohne Stop-Loss drin. Sollte es unter 1200 gehen, also bei 1200 würde ich sogar nochmal aufstocken, den Trade. Sollte es darunter gehen, dann wird das ein halt relativ hoher Verlust. Aber schauen wir mal, was diese Woche bringt. Erholungsansätze haben wir letzte Woche schon gesehen. Die waren bisher nicht nachhaltig, aber wenn hier die Märkte sehen, dass die US-Notenbank auch keine Zinserhöhung mehr in diesem Jahr vornehmen wird, dann geht es hier mit dem Goldpreis relativ schnell wieder nach oben. Und ja, 1300 Dollar sehe ich da durchaus als Ziel. Da könnte der Goldpreis wieder hinlaufen. Als Trade für heute habe ich mir den kleinen Bruder sozusagen rausgesucht vom Goldpreis, den Silberpreis. Da sehen wir eine charttechnisch ähnliche Situation. Auch hier den kräftigen Anstieg zur Jahresmitte, dann die Seitwärtskonsolidierungsphase, ähnlich wie wir es beim Gold gesehen haben, und jetzt eben auch den Rutsch dann hier unter die Marke von 18,50 Dollar mit heftigen Stop-Loss-Verkäufen auf das nächste Unterstützungsniveau. Das liegt dann hier im Bereich von 17 Dollar ungefähr. Und hier habe ich mich mit dem Silberpreis ebenfalls mal positioniert. Hier habe ich einen Stop-Loss für die Position. Warum beim Silber und warum nicht beim Gold? Der Silbermarkt ist halt ein wesentlich engerer Markt als der Goldmarkt. Das heißt, wenn hier Bewegungen kommen, dann passieren die, in der Regel sind die deutlich heftiger als beim Goldpreis, weil der Markt viel kleiner ist als der Goldmarkt. Das heißt, wenn hier auch professionelle Spekulanten, Hedgefonds etc. Positionen hin und her handeln und dann mit großen Summen in den Markt gehen, bewegen die doch den Markt schon sehr, 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 sehr stark. Deswegen habe ich beim Silber hier einen Stop-Loss, und wenn wir unter die Tiefs aus Juni fallen sollten, dann gehe ich hier raus. Ansonsten sehe ich hier auch ein Zielkurs, zumindest mal dieses Zwischenhoch hier anzulaufen, diese Stop-Loss-Bewegung, also Richtung 18,30, 18,40, sollte der Silberpreis dann nochmal laufen in der nächsten Erholungsphase sozusagen. Genau, das ist die Trading-Idee von heute und noch der laufende Trade vom Gold. Fragen von Ihrer Seite? Märkte, die Sie interessieren? Ja, zuerst einmal für alle, die neu dabei sind. Wir haben jeden Tag auch mal neue, die uns noch nicht so lange verfolgen. Sie dürfen sich in jedem Webinar von Apple Markets aktiv, interaktiv beteiligen. Live im Webinar, Ihre Frage, Ihre Wunschmärkte, Ihre konstruktive Kritik, alles ist erlaubt. Bitte tippen, sprechen dürfen nur die Moderatoren.
weil wir immer 100, 200, 300 Teilnehmer haben, eine große dreistellige Zahl. Da wird es zu viele Hintergrundgeräusche geben, deswegen aktiv beteiligen per Tastatur. Sie tippen und wir lesen es laut vor, wenn es für alle ein Thema ist und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Was gewünscht wird, nochmal ein Blick auf Gold und Brennt von unseren Teilnehmern. Am meisten brennt heute, starten wir mal damit. Ja, schauen wir mal auf den Ölpreis. Da ist ja wieder viel, ja, ich sag mal, politische Spekulation drin. Werden senkt die OPEC die Fördermengen oder nicht? Da ist so teilweise was verlautet worden, dass es runtergehen könnte mit den Förderquoten. Das hat den Ölpreis angeschoben. Dann gab es ein Dement, der hat den Ölpreis wieder ein bisschen zurückgebracht. Im Prinzip haben diese ganzen Verbalinterventionen, so möchte ich es mal nennen, also Interventionen, die noch nicht irgendwie physisch passiert sind im Markt, sondern rein nur auf Rhetorik zurückzuführen sind, schon mal dafür gesorgt, dass der Ölpreis über die 50-Dollar-Marke gelaufen ist. Wir sehen es ja hier recht schön. Der hat schon einmal im Frühsommer sozusagen den Anlauf Richtung 53 Dollar im Brent-Ölpreis. Dann größere Konsolidierungsphase, eine Seitwärtskonsolidierung und inzwischen läuft der Ölpreis wieder auf dieses Niveau hoch. Was hier im Chart zu sehen ist, relativ deutlich, dass eben dieser Bereich von 53 Dollar doch erstmal eine Hürde ist, die der Ölpreis so schnell nicht überwindet. Da muss wahrscheinlich auch, jetzt müssen den Worten auch Taten folgen, sage ich mal, damit sie mit dem Ölpreis weiter raufgeht. Im Prinzip haben wir hier noch einen Widerstand, sollte der fallen, kann Öl durchaus relativ schnell auch Richtung 55, 60 Dollar klettern, dann kann das recht zügig gehen. Im Moment bremst halt dieser Widerstand noch und man muss einfach mal gucken, was dann Ende November, Mitte November da wirklich passiert mit den Förderquoten. Aber von der charttechnischen Entwicklung, wie gesagt, haben es die Ölförderstaaten ja schon ganz gut geschafft, rhetorisch den Markt oben zu halten. Und im Endeffekt ist ja auch das, was die Ölförderstaaten brauchen. Die brauchen einen höheren Ölpreis, wollen aber trotzdem nicht weniger produzieren. Von dem her haben sie ganz gut gemacht, muss ich sagen. Das hat erstmal soweit gut funktioniert. Dann, ein Teilnehmer fragt noch, mich interessiert, wann oder wie mitgeteilt wird, warum man zu dem Ergebnis kommt, zu dem Schluss. Also du hast ja ein, zwei Strategien oder Trading-Ideen erläutert. Wenn du nochmal, wie du zu dem Ergebnis gekommen bist oder zu der Einschätzung, wäre es sehr schön gewünscht von den Teilnehmern. Okay, von welchem Markt her ist egal oder? Wird jetzt leider nicht gefragt, also die Märkte, die du besprochen hast wahrscheinlich. Ja, also wir können ja einfach mal den Goldpreis nehmen. Was ich mir anschaue oder was ich mir zumindest auch für diese Webinare hier angucke, ist immer erstmal das längerfristige Bild. Also ich versuche ja auch Trades zu finden, die jetzt nicht unbedingt nur im Daytrading funktionieren, sondern als ja, Swing-Trade-Möglichkeiten da sind oder Swing-Trading-Strategien da sind. Und da gucke ich mir erstmal das langfristige Bild an und versuche dann eben vom langfristigen Bild ausgehend kurzfristig in den Chart sozusagen meine entsprechenden Marken zu legen, wo ich kaufe und wo ich verkaufe. Und wenn wir uns den Goldpreis hier uns jetzt einfach mal anschauen, dann kennen wir den langfristigen Chart, denke ich, kennen Sie alle. Wir hatten diese Goldhorst in den 2009, 2010, wo der Goldpreis heftig nach oben geschossen ist, wo irgendwie alle Angst hatten, die Welt geht unter nach der Finanzkrise, man muss unbedingt Gold kaufen, wo es da eben heftig hochging, dann in den Folgejahren den Abverkauf und haben hier so einen sehr schönen etablierten Abwärtstrend gesehen und hatten hier auch Anfang des Jahres, als der Goldpreis so um die 1000 Dollar notierte, 1030 waren es damals, gab es sehr, sehr viele Analysten, die davon geschrieben haben, Gold geht auf jeden Fall unter 1000, geht auf jeden Fall auf 850 Dollar, mit dem Edelmetall ist nichts mehr zu machen. Und wenn dann so die Stimmung extrem pessimistisch oder extrem gefärbt in eine Richtung geht, würde ich mal sagen, dann gucke ich mir den Markt halt an und sage, okay, das wird vielleicht ein Markt, der auf der anderen Seite interessant ist. Und wir haben dann eben zum Anfang des Jahres eine recht deutliche Rallye gesehen in den Rohstoffpreisen und eben auch im Goldpreis. Und dieser mittelfristige Abwärtstrend, der wurde halt überschritten, also schon mal dieser Trendbruch sozusagen hat stattgefunden und wir sind dann nochmal weiter hochgelaufen und konsolidieren jetzt erstmal, was auch nicht verwunderlich ist nach diesem starken Anstieg, dass es dann auch mal zu heftigeren Konsolidierungen läuft. Und wenn wir jetzt mal ins Tageschart gehen, was dann schon ein bisschen kurzfristige Einschätzung sozusagen ist, dann versuche ich halt hier verschiedene Marken zu finden, die technisch relevant sind für den Goldpreis. Und das ist
Wir hatten hier vorher diesen Seitwärtsmarkt, begrenzt durch die Marke bei $1.300 und $1.375. Im Seitwärtsmarkt ist der Goldpreis nach unten ausgebrochen. Heftige Stop-Loss-Verkäufe, die den Goldpreis direkt mal aufs nächste Unterstützungsniveau gebracht haben. Das ist die Marke von 1.250. Da war denn der Markt am Montag hat leider schon weggelaufen. Also ich bin da bei 1.260 ungefähr rein, 1.262, wenn man es ganz genau nimmt. Und hatte dann gesagt, okay, wenn es nochmal Richtung 1.250 runtergeht, dann will ich ihn nochmal aufstocken. Das ist dann eben auch Ende letzter Woche passiert. Das ist einfach, wie gesagt, eine technische Unterstützungsmarke, die ich hier sehe, Bereich von $1.200 und die nächste technische Unterstützung bei $1.200. Und selbst wenn es bis dahin runtergehen sollte, jetzt in diesem Rücksetzer, in dieser Abwärtsbewegung, wäre für mich der Trendbruch noch nicht komplett ad acta gelegt, denn es wäre dann auch nur ein Anlaufen dieses Abwärtstrends, was durchaus dann nochmal passieren kann. Falls wir da runterfallen, also unter $1.200 fallen, dann wird das, wie gesagt, ein relativ teurer Trade. Dann muss man da irgendwo die Reißleine ziehen, weil man will ja nicht ewig in Positionen drin bleiben. Aber wie gesagt, es ist halt auch, Märkte bewegen sich ja nicht linear in eine Richtung, sondern es wird halt auch nach diesen Abverkäufern immer mal wieder Rücksetzer geben. Und den nächsten Hochläufer möchte ich halt einfach gerne nutzen, um hier im Long sozusagen dann was mitzunehmen. Der nächste Hochlauf könnte gehen bis 1300 Punkte, muss aber nicht. Von dem her versuche ich einfach auch schon mal meinen Take-Profit in die Hälfte oder ins obere Drittel dieser Zielzone zu legen. Und dann muss man es einfach Tag für Tag beobachten oder am Ende des Tages beobachten, wenn man jetzt sonst irgendwo arbeiten ist und dann abends nach Hause kommt, sich die Märkte anschaut und dann entsprechend die Orders anpassen. So lege ich halt meine Marken und meine Einschätzungen sozusagen hin. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Einblick gegeben in die Idee dahinter. Und dann gibt es noch den Wunschmarkt unseren Teilnehmern heute, US-Dollar, japanische Yen, USD, JPY, einen Blick auf diesen Markt gerne. Ich gucke mal, ob ich den hier direkt schon in meiner Liste drin habe. Da haben wir einen, Euro, japanische Yen, Dollar, japanische Yen, wollten Sie gern hören. Sonst suche ich den gleich nochmal raus. Da haben wir einen US-Dollar, japanische Yen. Hatten wir ebenfalls schon mal in der Analyse. Das sehen Sie auch schon, weil da entsprechend Linien eingezeichnet sind. Was man auf den ersten Blick schon sehr, sehr schön erkennen kann, dass der US-Dollar in japanische Yen in einem klaren Abwärtstrend läuft. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Abwärtstrend, definiert durch fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte und einem aktuellen Kurs deutlich unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Das ist hier diese lilafarbene Linie, die Sie sehen, ist der 200-Tage-Durchschnitt. Das ist auch so ungefähr der einzige Indikator, den ich mir irgendwie in Tageschart mit reinlege. Und was wir hier sehen, ist der Versuch einer Bodenbildung. Wir haben hier einen Seitwärtsmarkt, der hier begrenzt ist im unteren Bereich ungefähr bei 99 japanische Yen je Dollar. Also 99,40, 99,50, sowas in der Ecke und im oberen Bereich ganz grob begrenzt bei 107,40 und noch ein zweites Widerstandsniveau hier im Bereich von 105,60 und einen dritten, in dem Fall jetzt Unterstützungsbereich bei 102,60 ungefähr. Also derzeit eine relativ versucht der US-Dollar japanische Yen hier eine Bodenbildungsphase. Abgeschlossen wäre die, wenn hier der Hochpunkt bei 107,4 rausgenommen werden würde. Bis dahin ist natürlich noch eine Menge Luft. Wir sind ungefähr auf der Hälfte der Wegstrecke und wir sind halt in dieser relativ engen Begrenzung drin, also auch hier schon wieder ein Widerstandsniveau, wo der Markt erstmal rüberkommen muss, um dann eben möglicherweise diese Bodenbildung abzuschließen und auch eine mittelfristige Trendwende sozusagen zu vollziehen. Solange das nicht passiert ist, wäre das Währungspaar für mich eher auf der Short-Seite handelbar. Das heißt, man könnte jetzt schon versuchen, hier in dem Bereich einen Short-Trade aufzusetzen mit einem Stop-Loss hier im Bereich der 200-Tage-Linie und dem Ziel, dann hier wieder Richtung 100 oder unter 100 japanische Yen je Dollar zu laufen. Gut, dann sage ich für heute vielen Dank. Kurz, knackig, prägnant, immer 15 bis 20 Minuten. Dafür jeden Tag, morgen also um 10:10 Uhr, neue Chance, neues Glück. Und wenn Sie möchten, die offene Trader-Sprechstunde jeden Montagabend um 19 Uhr, also auch heute. Ihre Fragen rund um Forex, CFDs, Demeter Trader, Admiral Markets, konstruktive Kritik, wenn etwas Generelles an den Märkten nicht verstanden wird, alles darf in der fixen Stunde der Jurfix besprochen und gefragt werden. Wenn Sie möchten, heute anmelden, 19 Uhr können wir uns wieder hören. Ich sage herzlichen Dank, Grüße aus Berlin, danke an Thomas, tschüss, bye bye und das Schlusswort von Thomas.
Ja, mir bleibt es ebenfalls Ihnen einen guten Start in die neue Handelswoche zu wünschen. Dann denken wir, haben am Donnerstag EZB-Sitzung. Wahrscheinlich wird nicht viel passieren, aber ich denke, der Markt wird wieder auf die Worte achten von Draghi. Und mal sehen, wie es dann, was dann entsprechend passiert. Bis dahin, Sie wissen, der Seitwärtsmarkt zerrt manchmal ein bisschen an den Nerven. Von dem her, solange es keinen eindeutigen Trend gibt, möglicherweise nicht oder wenig traden oder mit verminderter Power sozusagen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall gute Trades, achten Sie auf Ihr Risiko und wenn Sie mögen, hören wir uns in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder und dann auch wieder mit neuen Einschätzungen. Alles Gute bis dann. Tschüss.